Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Alpine Momente, liebe Leute. Ja, wo stehe ich? Wo steht der Franz? Hinter mir seht ihr es, Wiesbachhorn, die Glocknergruppen. Und ich bin in der Nähe vom Fuschertörl bei der Großglockner Hochalpenstraße und ich war heute da hinten oben am Spielmann, den sieht man von da gar nicht, das ist ziemlich weite Tour. Es war richtig lässig und aufgrund der Tatsache, dass jetzt noch so viel Schnee liegt, habe ich heute am 28. Juni 2020 die Ski noch einmal mitgenommen, aber keine Sorge, ich bin die Originalroute gegangen, also jeder, der das im Sommer machen will, für den ist das Video sehr hilfreich. Das ist, glaube ich, auch das erste Video zum Spielmann auf YouTube, also in dem Sinn, viel Spaß, kommt mit, ich habe es gescheit dokumentiert. Ja, einen wunderschönen guten Morgen nochmal. Ich starte jetzt gerade vom Fuschertörl und schauen wir mal, ob das heute was wird. Wenn es stimmt, müsste das gleich der Steig sein beim Fuschertörl, der noch rechts abbiegt. Schauen wir einfach einmal, wo uns der hinführt. Wir müssen da nachher nochmal auf dem Weg 729 abbiegen. Das geht einmal leicht nach rechts unten. Man kann auch direkt am Grat oben bleiben, 60 Grad nicht. Das ist dann der Nordgrat zum Brennkogel. Die erste Schlüsselstelle war gleich ein Waldschneefeld im Zustieg zum queren Absturzgelände. Ich bin jetzt dann da hinten hergekommen, über die Moräne umgegangen mit Steigeisen. Dann bin ich aber quer den Schnee und mittlerweile jetzt habe ich die Steigeisen weggenommen und ich wechsle auf Ski. Und das Ziel suche ich mir noch aus. Vermutlich werde ich in das Chor 4 gehen und dann schauen wir mal, wo ich raufgehe und runterfahre. Auf jeden Fall retour werde ich das ganze Chor so weit wie es geht runterfahren und dann nach rechts rauf wieder Gegenanstieg machen. Also ich freue mich richtig drauf. Das gibt dann einfach so viel, das ist brutal. Ganz allein. Ich bin so happy. Traum. Rückblick. Von da vorn komme ich her, dann bin ich durch die Schneeviertel umgequert und da habe ich mal die Ski angezogen und das ganze Chor bin ich jetzt hinaufgekommen. Also schon ziemlich weit. Jetzt quer ich da vorn raus und dann geht es über den Grat. Geht's da noch hinauf. Da rausgequert. Und jetzt bin ich da auf dem Grat, mittlerweile auf 2750 Meter. Da gehen wir jetzt entlang.
Flieger in die ersten Sonnenstrahlen. Glockner in der Morgenstunde. Ja, brutal. Brutalst. Und da sind wir leck, Fuscher Karkopf. Hinten, was soll das der Johannesberg sein? Ja, brutal. Bin ich da herum. Da hinten geht es zum Breinkogel um mich. Und da vorne ist der Spielmann. Jetzt dann muss ich mal überlegen, was ich mache. Entweder Spielmann um mich, wieder retour da rauf, oder ich gehe Breinkogel. Kurze Nachdenkpause. Schauen wir mal. Oder hinten rum bin ich jetzt am her. Und ich habe mich entschieden, ich werde den Brennkogel da drüben links liegen lassen. Stattdessen gehe ich auf den Spielmann. Das ist da über den Grat um mich rauf. Hat mir Steigeisen angezogen. Von da hinten bin ich hergekommen. Ja, da pfeift es ganz schön runter. Cooler Grat. Das ist jetzt so der weite Weg. Da nehme ich euch auch mit. Was ist das denn für ein Viech? Gams oder Schmarrbock? Was da angespurt hat. Ja, vorher auch halt gut, der Schnee. So, das war dann die Stelle. Leute, wenn ihr die Tour machen wollt, dann würde ich euch empfehlen, wartet noch ein bisschen, bis der Schnee weg ist. Ihr seht es, da sind Versicherungen, aber das ist eben wie gesagt alles unter dem Schnee und
da sollte man wissen, was man im Schnee tut. Immer auch wieder, wenn du da ausrutscht oder mit einem Brettl oder was auch hast, kriegst du halt ganz unten. Weiter geht's am Grat. Immer an die Markierungen halten. Wenn ich mich richtig erinnern kann, habe ich jetzt die Schwierigkeiten hinter mir. Es war echt ja, ein bisschen kombiniert, ein bisschen tricky, aber alles ist gut gegangen. Gut vertretbare Verhältnisse. Und jetzt haben wir es jetzt dann ganz unschwierig markiert und schneefrei gerade auf den Gipfel aufgehen. Und das Coole ist, ich kann kurz unterm Gipfel, das sind vielleicht 15 Höhenmeter, mit dem Ski weggefahren. Also das war eine richtig geniale Geschichte. Freut euch schon auf die Abfahrt. Ich habe mir was überlegt. Seil versichert. Ich umgehe das jetzt, weil es Steigeisen. Aha. Das Schonende ist für mich. Hinten ein bisschen ungut, aber dank der Seilversicherung ist es gut gegangen. Und jetzt, liebe Leute, haltet euch fest, das ist brutal, das ist richtig brutal. Schaut mal, von wo ich mit dem Ski wegfahren kann. 5 Meter vom Gipfelkreuz entfernt. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn! Werden wir da reinfahren und noch einen links raus. Ich freue mich schon. Aber jetzt gehen wir zum Gipfel gemeinsam und dann gibt es noch ein Panorama und wieder eine Pause. So, super! Gewaltig! Gewaltig ist das! Herrlich! Bergheil vom Spielmann auf 3027 Meter in der Glocknergruppe. Da hinten seht ihr die traumhafte Kulisse vom Großglockner und seine Ausläufer, alles mächtige 3000er hinterm Gipfelkreuz, Fuscher Chorkopf. Und die Sinwelleck im Vordergrund, da vorn ist dann die Gruppen um die Hohe Dock und Großes Wiesbachhorn, Horden etc. Da draußen eben das steinerne Meer, Übergang zum Hochkönig. Da ganz hinten der Dachstein. Da geht es um Richtung Kärnten bzw. Grenze Salzburg-Kärnten. Und da draußen ist sowieso eben Kärnten. Und man hat heute einen Blick bis zu den Zinnen in die Dolomiten. Es ist einfach ein Wahnsinn. Also der Gipfel da herum steht richtig frei, du hast da ein traumhaftes Panorama.
Ja, einfach herrlich. Super Tage. Wenn ihr das bis jetzt noch nicht gemacht habt, dann lasst einmal einen fetten Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch immer nicht ganz überzeugt seid, dann freut euch jetzt einmal auf die Abfahrt, weil ich glaube, spätestens danach wird hoffentlich ein Daumen fällig sein. Nach der Abfahrt gibt es nachher ein Resümee zur Tour. Vor allem werde ich darauf Rücksicht nehmen, wie ihr die Tour anlegen könnt im Sommer. Es ist zwar schon Sommer, aber es sind aktuell noch winterliche Verhältnisse und ich werde euch da einiges sagen, ab wann das für euch Sinn macht. Danke Spielmann fürs gut Auffahrlassen und hört dann eine gute Abfahrt. Heute gehen wir steil, Alter, ist der Spielmann geil! Juhu!
Wo müssen wir jetzt hinauf? Von da unten sind wir jetzt hinhergekommen, als sie rauf war. Und jetzt da Viere und dann da rauf und ab dann finale Skiabfahrt. Los, Kochhaus!
Gewaltig! Vorher bin ich ein paar Schritte ohne Bicke gegangen. Da fühlst du dich so ausgesetzt, dann bin ich gleich wieder zurück. Da bin ich nicht einmal so weit gekommen wie Hürzer. Wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will, könnte man stärker als nachziehen. Aber die Skischuhe haben wir so harte Schalen, da kannst du schöne Tritte schlagen. Und es sind nur noch ein paar Meter. So hart da, brutal. So, na. Ja, es ist auch geschafft. Jetzt haben wir das Eis gefällt. Da geht's da hoch. Jetzt bin ich safe. Resümee mache ich nachher. Da vorne oben. Bevor mich hinten die Zivilisation wieder verschluckt, mache ich da jetzt einen, bei dem schönen ruhigen Platz ein Fazit zur Tour auf dem Spielmann vom Fuschertörl. Zuallererst einmal, so wie ich gegangen bin, zumindest drauf, ist auch der Originalweg mehr oder weniger wahrscheinlich, wenn du auf dem Spielmann vom Fuschertörl zu Fuß gehst. Also das heißt, das ist jetzt nicht nur ein Skitourenzustieg gewesen, sondern das ist auch ein normaler Tourenzustieg gewesen und bis auf ganz wenige Stellen ist das wirklich alles original gewesen. Bei der Abfahrt vom Spielmann habe ich natürlich das Gelände genutzt und bin nicht die Originalroute retour, weil im Endeffekt, ich war mit Ski unterwegs und da will man natürlich auch eine Gaudi machen und das Gelände ist schön und ich habe das richtig genossen. Der Schnee war für den 28. Juni, Leute, 28. Juni ist heute, war richtig sensationell. Es war sehr gut und sehr wichtig, dass ich so früh gestartet bin, weil beim Retourfahren von der zweiten Kuppen runter habe ich schon einen kleinen Rutsch eben auch ausgelöst, weil die Sonne eben schon die ganze Zeit reingeknallt hat. Aber da musst du halt einfach schnell sein oder schneller sein wie der Rutsch und nachher merkst du es nicht einmal. Ich habe es nachher halt gemerkt, wie ich stehen geblieben bin. Schwierigkeitstechnisch, Tour auf dem Spielmann, ich glaube, die wird nie schwieriger wie der erste Schwierigkeitsgrad, wann überhaupt, weil das Ganze ist versichert. Wenn ihr da wartet bis im Sommer, bis dass der Schnee weg ist, ist das ein Wander 3000er, den jeder machen kann, der eine gute Kondition hat. Konkret Kondition für ca. 800 Höhenmeter hin und retour vom Fuschertörl sind das. Schwindelfrei müsst sein. Und trittsicher müsst sein. Nehmt auch unbedingt einen schönen Tag, so wie ich heute, nicht dass du irgendwie im Nebel um und um gräbst. Markiert ist das Ganze echt gut. Wichtig ist zum Erwähnen, wenn ihr das Ganze mit Schnee geht, dann ist das eine ernste alpine Unternehmung. Der Grat war bei mir heute gar nicht einmal so 100% safe, da sind immer wieder ein paar Schollen weggebrochen und weggerutscht. Wenn du da nicht aufpasst, rutscht mit einer Schollen weg und nachher. Meistens ist es sehr schöner Auslauf, aber dann liegst du halt im Auslauf unten und das sollte es auch nicht sein. Ich selber kann die Tour auf dem Spielmann wärmstens weiterempfehlen. Geht es gern nach. Ihr habt jetzt einen guten Einblick gekriegt, was euch da erwartet. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Kommentarfeld benutzen, ich beantworte euch eine Fragen sehr gern.
Es würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video mit einem Daumen nach oben oder nach unten bewerten würdet. Und wer das erste Mal auf meinem Kanal ist, nichts mehr verpassen will in Zukunft, einfach Kanal abonnieren und die Glocken aktivieren. Da freue ich mich sehr und das ist ein super wichtiger Support für mich und für den Kanal. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Bergheil, bleibt's geil und wie immer da auf der Seite geht's zu den nächsten coolen Videos. Ciao, pfiat euch!